Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Video hier bei Beepart Gaming. Und im heutigen Video geht es um Food Birthday Team Nummer 2. Ich habe sie auch schon vor mir. Wir schauen uns zusammen ein bisschen die Karten an. Und dann im letzten Teil des Videos gibt es noch meine Rewards, meine angesparten Packs. Normalerweise mache ich das als separates Video, aber das lohnt sich eigentlich nicht so wirklich zurzeit. Dennoch wird es zwischendrin auch meine Player Picks aus dieser Weekend League geben mit dem 87 Plus und 88 Plus. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Ich bin sehr gespannt, ob das wenigstens ein bisschen was gebracht hat, weil da kann man ja einen ganz guten Spieler ziehen oder bekommen. Mal schauen. Wir fangen jetzt hier an. Ich will das diesmal auch gar nicht so lange machen, wie ich es sonst häufig mache. Und wir fangen einfach mal mit dem Sturm an, nämlich mit Lacazette. Er ist jetzt auch ein Spieler, wie es für diese Promo nicht unüblich ist. Mit 5 Sterne Weakfoot ist ein guter Stürmer. Ich finde ihn persönlich aber nicht ganz so interessant, weil ich finde, er braucht schon einen Tempo-Boost, auch nochmal einen Schießen-Boost und am besten eigentlich auch Dribbling. Dribbling ist nicht schlecht, aber könnte noch besser sein. Und dann wird es schon schwerer mit dem Chemistry-Style. Ich glaube, es ist eine ganz coole Karte. Lacazette lässt sich eigentlich auch mal ganz gut spielen. Aber ist jetzt zum Beispiel nichts, wo ich jetzt direkt schaue, wie ich den eingebaut bekomme. Ich würde hier Hunter drauf spielen, hat er richtig gutes Tempo. Ich habe aber für mich festgestellt, ich brauche eigentlich im Sturm nicht nur Spieler, die richtig gut schießen können und auch einigermaßen schnell sind. Die müssen nicht 99 Tempo haben, aber was auch sehr wichtig ist, ist einfach Dribbling. Du brauchst diese Dribbling-Werte, um dich geil zu drehen, und das ist halt hier nicht ganz so stark bei ihm, weshalb ich jetzt nicht mega begeistert bin von der Karte. Di Maria ist jetzt ein Spieler mit 5,5, ist auch ganz nice, deswegen haben wir den auch schon einige ans Herz gelegt, um ihn vielleicht selber zu spielen. Mir macht ein bisschen die Ausdauer Sorgen, aber das ist noch okay, wenn man ihn jetzt beispielsweise im Sturm spielt oder auch auf dem Flügel, ZM-Positionen oder im Mittelfeld ist das problematisch. Er hat eine relativ niedrige Balance und generell, also die Karte, sie haut mich nicht komplett um, weil am liebsten hätte ich doch noch hier ein wenig mehr Tempo, es würde auch so gehen, aber da macht man irgendwie so Sniper drauf. Das ist nicht verkehrt, ne? Aber auch nicht so mind-blowing. Wobei eigentlich hier schon Agility jetzt maximal ist, Dribbling ist maximal. Balance ist dann so das Einzige, weil die Abschlusswerte sind auch nicht schlecht. Also Sniper ist nicht verkehrt, Marksman gibt noch ein bisschen Tempo, noch ein bisschen körperlich. Aber Sniper ist nicht verkehrt. Könnte ein bisschen schneller sein, aber das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Grundsätzlich eine schöne Karte mit 5,5. Und ihm fehlen dann noch Trades. Er hat nur den Außenrissschuss. Ja, es ist keine schlechte Karte. Also auch für eine Million ist das, denke ich, absolut in Ordnung. Eine Karte, mit der man auch viel Spaß haben kann. Eine Karte finde ich auch, also den finde ich als Stürmer, Gareth Bale, auch durchaus interessant. Ne? Also inzwischen auch beim Preis ganz gut runtergegangen, war bei 2,3 Millionen, jetzt am Montag Nachmittag bei 1,8 Millionen. Weil bei ihm beispielsweise braucht man kein Tempo mehr. Klar, er hat noch mal viel weniger Balance und das ist eigentlich das einzige Manko. Dafür hat er halt richtig gute körperliche Stärke, auch die gleiche Ausdauer wie Di Maria. Aber da, wenn man dann jetzt zum Beispiel auch hier dann, ich glaube, Sniper drauf macht, ja, dann hat er super Tempo, hat super stark, also die Schusswerte sind krank. Er hat natürlich auch 5 Sterne Weakfoot, habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Dribblingwerte bis auf Balance. Ne? Und dann dazu nochmal körperliche Stärke. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr komplette Karte. Da ist eigentlich nur die Balance, die einen hier so abhält. Und er hat auch nur den Außenrissschuss-Trade. Ja, also das ist natürlich auch schon sehr interessant. Natürlich keine 5 Sterne Skills. Also da ist dann Di Maria beispielsweise vor ihm. Aber dennoch hier, ich glaube, alleine durch die körperlichen Attribute, das ist schon auch nochmal etwas, was man nicht vernachlässigen sollte. Das ist auch eine sehr, sehr gute Karte. Also es gibt viele Karten, werdet ihr merken, die ich sehr interessant finde, weil durch 5 Sterne Weakfoot werden so viele Karten auf einmal spielbar. Den finde ich fast ein bisschen underrated, muss ich sagen, weil jeder, der auf die Karte schaut, der sieht natürlich die 75 Finishing und sagt, oh, das ist ein Problem. Aber auch er, pfeilschnell mit dem Tempo hier, 98 und 95. Dribbling-Werte sind halt auch an sich schon sehr nice. Sehr hohe Agility und auch hohe Balance, hohe Ball-Control, hohes Dribbling. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man dieses 75 Finishing ausgemerzt? Und da kann man beispielsweise Deadeye drauf machen, dann kriegt er halt plus 15, mehr geht nicht. Und dann ist das 90 Finishing, 99 Positioning, 99 Shot Power, 99 Long Shots. Damit kann man schon auch einigermaßen parat kommen. Andere Möglichkeit ist dann hier Sniper, was dann nochmal
die Dribbling-Werte maxt. Was ist jetzt vielleicht auch nicht so zwingend notwendig. Ich frage mich gerade, ob ich noch irgendwas gesehen hatte. Ja, also Marksman ist halt generell ein Chemistry-Style, den ich sehr gerne spiele. Dann geht es halt nur plus 10 auf Finishing. Dann wird es dann vielleicht schon ein bisschen problematischer. Aber wenn man ihn jetzt hier nicht im Sturm spielt, sondern halt wirklich auf dem Flügel. Ich finde, für den Flügel ist das schon halt eine super starke Karte. Da kannst du halt Deadeye drauf machen. Hat der halt, guck mal, der hat 5-5, 97 Pace, 94 Shooting, 92 Passen und 95 Dribbling. Ja, also es ist eine sehr komplette Karte und von daher fast, finde ich, ein bisschen unterschätzt, weil auf dem Flügel ist jetzt Torabschluss auch nicht das alles Entscheidendste und 90 ist dann eigentlich auch nicht wenig. Ja, also es ist nicht verkehrt. Auch vielleicht ein bisschen unterschätzt und für Leute, die nicht ganz so viel Budget haben, Lemar. Also finde ich jetzt persönlich für mich auch nicht so interessant, aber auch auf dem Flügel mit Hunter hat der 99 Pace. Und dann schießt auch 90. Hohes Dribbling. Sehr schöne, ausgeglichene Dribbling-Werte an sich. Und passen ist auch absolut in Ordnung. Also 5 Stände Weakfoot, 4 Stände Skills. Viel mehr braucht man ja nicht auf dem Flügel. Klar, wir können immer jetzt auch ins Detail gehen und sagen, Arbeitsraten sind vielleicht jetzt nicht so nice mit Mittel-Mittel. Da gibt es immer wieder irgendwo Punkte. Aber ich finde, für 140.000 Münzen so einen Spieler zu bekommen auf dem Flügel, macht der wahrscheinlich einfach einen grundsätzlich guten Job. Und deswegen finde ich durchaus eine Option. Pogba, sehr teuer natürlich. Bin ich mir nicht ganz so schlüssig. Weil auf der einen Seite sieht man bei Pogba die Defensivwerte. Man hätte jetzt dann natürlich am liebsten auf ihm Shadow drauf. Dann boostet es genau die beiden Schwachpunkte, nämlich Tempo und Defensive bei ihm. Shadow gibt aber nur plus 5 Standing Tackle, was somit das Wichtigste für einen ist, finde ich, um in die Zweikämpfe zu kommen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das hat auch jemand dann, als ich mir die Karte initial angeschaut habe, gemeint, Pogba aus irgendeinem Grund seit letztem Jahr oder vielleicht schon die letzten Jahre hinweg, obwohl er nicht, auch vor allem, ich weiß noch letztes Jahr, war der auch nicht so defensiv gute Attribute gehabt und die beste Eignung dafür. Und trotzdem war er richtig gut als Abräumer. Und das, obwohl er nicht so die allerbesten Defensivwerte hat. Die sind nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Keine dunkelgrünen dabei, wie man jetzt hier sieht. Und deswegen ist es vielleicht doch einfach auch bei ihm durch seine langen Beine zu kompensieren. Ansonsten natürlich Enke vielleicht auch eine Möglichkeit, um einfach nochmal ein bisschen mehr auf Standing Tackle zu nehmen. Nimmt mal nicht ganz so viel Tempo mit, aber finde ich auch nicht so übertrieben wichtig für den Mittelfeldspieler, für den Zentralen. Es ist ein netter Bonus, aber ist nicht das alles entscheidendste Kriterium. Und der Trade-off ist halt zwischen Anchor und Shadow immer, dann geht Standing Tackle nach oben, aber Interceptions, was denke ich auch nicht unerheblich ist, geht dann halt nicht ganz so stark nach oben. Das ist immer dieser Trade-off. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ist eine sehr teure Karte, hat 5-5. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob er es wert ist. Also ich glaube, da spiele ich lieber einen Kevin De Bruyne oder einen Kanté, um ehrlich zu sein, weil die einfach nochmal viel bessere Werte haben. Also finde ich da einfach preis-leistungstechnisch gefühlt nicht gut genug. Bakayoko kriegt man ja als Objective, habe ich auch sogar schon freigespielt. Und Karte prinzipiell als Abräumer sehr interessant. Vielleicht, ich habe mir die Karte jetzt nicht so im Detail angeschaut, auch nicht jede andere Karte, das ganz ehrlich. Aber jetzt hier niedrige Composure. Wahrscheinlich ist es ein super guter Abräumer, der sich in der Rolle auch gut machen wird. Klar, die offensichtlichen Schwachpunkte sind Finishing beispielsweise jetzt mit sehr, sehr niedrigem Wert. Ja, ist kein Must-Have, würde ich sagen. Und auch jetzt nicht so, dass mir die Augen ausfallen, wenn ich ihn sehe. Aber ich habe ihn mir auch schon erspielt. Hat einen Perfect Link zu Ben Yedder, was immer ganz nice ist. Und ansonsten eine Karte, die man umsonst bekommen kann. Theo Hernandez oder Hernandez finde ich ist mit einer der besten Linksverteidiger, die man zurzeit spielen kann. 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Er hat auch nicht alles perfekt. Einen sehr niedrigen Composure-Wert. Vision und Longpassing sehr schlecht. Was für einen Außenverteidiger, ich denke vor allem Vision hier problematischer ist, weil man doch mal gerne auch einen langen Pass die Linie runterspielt. Flach, hoch, alles dabei. Da ist es dann doch besser, wenn der Pass auch ankommt. Aber alles andere, wenn man jetzt wirklich nur auf das Tempo, Def und Physis schaut und auf die Pass- und Dribbling-Werte so generell, ist die Karte halt schon brachial. Und mit einer der besten, man kann hier überlegen, macht man Anchor drauf oder macht man es einfach über Sentinel? Wobei Sentinel ehrlich gesagt gar nicht so viel bringt, außer hier in dem Fall, glaube ich, plus 3 Stärke. Naja, und Jumping anscheinend. Nee, ist wirklich nur die 3 Stärke. Die Karte ist aber halt wirklich
wirklich sehr, sehr stark. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die Amavi gemacht haben, die werden sich ein bisschen ärgern, weil er auch ein französischer Linksverteidiger ist. Also die, ich finde, das ist einer der besten Linksverteidiger, die man jetzt bekommen kann. Natürlich gibt es noch irgendwelche Sonderlocken oder sowas, aber er ist schon sehr stark und ich finde den vom Preis her auch absolut im Rahmen. 400.000 ist für einen Außenverteidiger schon nicht wenig, aber ist halt wirklich sehr, sehr gut. Van Dijk, da braucht man ehrlich gesagt nicht viel drüber zu reden. Van Dijk ist Van Dijk, ist jetzt halt eine Erweiterung von den Informs. Es ist ein guter Innenverteidiger. Macht jetzt nicht so den Riesenunterschied, dass er 4 Sterne Weakfoot hat anstelle von, was hat er normalerweise, 3? Ja. Ich finde ehrlich gesagt diese Promo für Innenverteidiger oder für Verteidiger generell sehr eher uninteressant. Ja, ist ein Van Dijk. Keine Ahnung, aber jetzt den Aufpreis der Wert ist halt an sich eine super starke Innenverteidigerkarte. Wie immer. Saar als SBC, ist der schon expired? Nee, läuft noch ein bisschen. Ja, ist. Macht man auch entweder Shadow oder Anchor drauf, kann man überlegen, ist nicht schlecht, also ist gut, ist halt auch ein französischer Innenverteidiger aus der französischen Liga. Ich glaube, die Position ist grundsätzlich eher schwach besetzt oder schwerer zu besetzen und dann ist das da in der Hinsicht eine gute Option, weil man kann das Tempo richtig maximal boosten und Physis ist halt auch schon sehr ausgeprägt, er crasht relativ niedrig, dann kann man vielleicht eher deswegen zu Anchor tendieren. Ja, ist schon eine sehr starke Karte. Muss man selber gucken, ob der einem das jetzt wert ist. Ich mache mal hier als erstes Córdoba, weil ich bei ihm schade finde, dass irgendwie, ich weiß nicht, gab es das, dass einer 5 Sterne Skills bekommen hat, aber gibt es eine andere Karte, die einen 3 Sterne Weakfoot jetzt in dieser Promo noch weiterhin hat? Aber das finde ich ein bisschen schade, weil so ist die Karte, finde ich, sehr uninteressant. Ich glaube, man kann sie, also es ist auch Objective, ich glaube, man muss wahrscheinlich Squad Battles spielen. So, mit 4 Sterne Weakfoot wäre die Karte sehr cool gewesen. Mit 3 Sterne Weakfoot finde ich die Karte sehr... sehr meh, finde ich. Das ist halt was für Köln-Fans, ne? Ja, für. Danny da Costa. Sehr interessante Außenverteidigerkarte. Nicht ganz so stark vielleicht wie Theo Hernandez, wobei die Werte sogar, glaube ich, leicht besser sind. Da macht man auch Anchor drauf und hat man einen richtig guten Außenverteidiger. Also, was willst du mehr? Defensive ist brachial, körperlich ist es auch sehr stark, Tempo ist sehr stark. Dribbling-Werte grundsätzlich, ja, Agility, Balance sind jetzt nicht grün, aber ansonsten passt das. Und die Vision oder die Passwerte auch ein bisschen besser als bei Theo Hernandez. Und das für geschmeidige 200.000 Münzen. Braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Die Außenverteidigerposition in der Bundesliga, wenn man nicht Mbabu hat, den Road to the Final oder den Liner für 300.000 gemacht hat, ist das super. Ist das super, dass wir da jetzt einen guten Außenverteidiger haben, den man so einfach bekommen kann, tradable. Deswegen gut. Eggestein, ein kleiner Hullet quasi, 5 Sterne Weakfoot bekommen, 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, 99 Ausdauer, ist natürlich sehr stark. Karte ist all over the place, super schlechtes Jumping, manche Werte sind halt richtig crap, grundsätzlich gut, ist nicht teuer, ne? Ist ein schöner Box-to-Box-Spieler, der aus der Bundesliga, der manchmal aber auch hier so eher schwächere Werte mit 70 Finishing hat und sowas, also... Ja, was erwartet man groß von der Karte? Nicht viel, kostet ja auch nicht viel. Also, so, ne, in der Hinsicht. Und dann das Letzte, Lasagna. Da haben ja einige, auch denke ich, nicht wenig Münzen verdient. Ich habe von vornherein gesagt, als die rausgekommen ist und dann war die extinct, oder da war der 180.000 und dann haben die Leute gefragt, ja, sollen wir den mitnehmen? Der war dann bei einer Price-Rate schon 200.000. Der war ja den ersten Tag so mehr oder weniger extinct. Oder die ersten 1,5 Tage. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, warum der groß Mehrwert sein soll als 200.000. Und es hat sich jetzt auch bewahrheitet. Er ist, klar, die Leute, die ihn für 200.000 gesniped haben und ihn dann für 230.000, 240.000 verkauft haben, ein bisschen Münzen gemacht. Das ist cool. Aber der war irgendwie klar für mich, dass es nicht groß drüber gehen wird. Weil die Karte ist sehr schnell, ja. Aber auch hier wieder so die Werte all over the place mit sehr niedrigen Longshots, was sich eher schwer durch Chemistry Styles boosten lässt. Passwerte sehr schlecht, was ich auch nicht zu unterschätzen finde. Man muss immer mal wieder auch Pässe gegen die sehr kompakte Defensive von Gegnern spielen können. Und dann ist das nicht ganz so nice. Körperlich ist es jetzt auch halt jetzt nicht überragend. Dribbling-Werte jetzt auch nicht so überragend. Ich wüsste jetzt nicht, warum diese Karte so viel wert gewesen sein sollte. Da machst du halt einen Chemistry-Style drauf, Marksman. Und dann ist das okay, ne? Aber auch jetzt nichts, wo ich sage, ui,
Krass. So, Freunde, das war's. Also die Highlights in dem Sinne sind, also mir fehlen vielleicht ein bisschen die Highlights. Ich finde noch einen Theo Hernandez mit am interessantesten oder einen Danny da Costa, so als Außenverteidiger. Ja, ein Bale als Stürmer oder auch ein Di Maria, ein Douglas Costa. Also sind schon ein paar, die man hier auch gut finden kann. Aber ich fand vielleicht so in der Summe das erste Team ein wenig interessanter. Und jetzt geht es dann weiter mit meinen 87 und 88 plus Player Pick aus der Weekend League. So, also jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es gab ja für 18 Siege hier einen Player-Pick mit 87 plus und danach noch einen für 88 plus für 24 Siege. Und 87 plus, komm, here we go. Schade, wir bekommen leider wieder nur einen SBC-Player-Pick quasi, nämlich mit Toni Kroos. Das ist schon mal da. Und jetzt ruht alles auf dem 24-Siege. 88 plus gesamt. Es wäre doch schön. Es wäre doch schön. Ich bin motiviert. Ich bin freudig, dass jetzt auch hier was bei rauskommen kann. Es sind natürlich nur zwei Spieler, die man jetzt zur Auswahl bekommt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird was. Ich muss noch kurz was einstellen. Ein bisschen Spannung hier aufbauen. So. Also 88 plus. Eben habe ich Toni Kroos. Ich habe ja sogar welche eben mit 88 plus gehabt. So, komm schon. Ist egal. Jetzt kommt's. Ach Gott. Und Handanovic ist sogar manchmal hilfreich, weil er spielbar ist. In einem First-Owner-Team von einer Serie A. Aber ich nehme trotzdem den Spieler, der hier das Rating hat. Ja. Nein, egal. Na gut, dann geht's jetzt weiter mit den weiteren Player-Picks aus der Weekend League, aus den Rewards und mit den weiteren Packs. Und bevor wir jetzt dazu kommen, habe ich noch ein paar Player-Picks aus dem aktuellen Team of the Week Moments. Und das habe ich jetzt nicht nochmal genauer vorgestellt, weil das ist einfach Schrott. Und entsprechend erwarte ich hier gar nichts. Ich erwarte Spieler, die ich vielleicht in eine SBC hauen kann. Das ist nochmal eine Leih-Moments-Karte, die man bekommt. Da habe ich jetzt auch das richtig große losgezogen. Nämlich entweder Klose, Inzaghi oder Fernando Hierro. Dann nehmen wir doch mal Klose als Leih-Ikone mit. Und jetzt, wie gesagt, die Player-Picks hier aus Elite letzter Weekend League. Und ja, wir kennen das Problem. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt hier zumindest gleich drei Spieler, also jetzt zwei weitere Spieler ziehen, die zumindest ein akzeptables Rating haben werden. Ist jetzt hier mal meine Vermutung. So ein 87er wird dabei sein. Ich sag's euch. Na, das habe ich gerade clever gemacht, ne? Dass ich den Goita schon genommen habe, um ihn jetzt wieder zu bekommen. Nein, wir nehmen Pausen mit. Und ich habe das Gefühl, das sind dann doch auch Spieler, die für die Upgrade-SBC hier relevant sein werden. Aha. Iago Aspas, 87er. Ich habe ihn schon quasi gefordert. Einen 87er, den man schön in den SBC reinstecken kann. So, das waren die Player-Picks und jetzt kommen wir zu meinen Packs. Und das sind, ehrlich gesagt, gar nicht so viele. Wird relativ kurz und schmerzlos gehen. Ich habe zwar einige da, aber davon sind welche hier die ich nicht aufmache. Und dann seltene Spieler-Packs, die man für irgendwelche Objectives bekommen hat. Ja, wir werden uns hier so nach und nach durcharbeiten und ihr seht die besten Packs davon. Ich fange mit dem ganz, ganz kleinen Kram an dieser Stelle mal an. So, wir haben jetzt nichts gezogen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich dann jetzt hier den Cut ansetze, egal. Ich habe hier noch dieses 84 Plus Pack, 84 bis 91, um genau zu sein, und dieses April's Fool Ding. Wir machen jetzt mal das hier auf. Na, 84 Plus jetzt, also ist nicht 84 Plus, ist 84 bis 91, aber ich habe das Gefühl, das wird ein Hammer. Champions League Walkout ist das, oder? Senegal, Torhüter, das ist Onana. Doch. Der ist aber untrade, ne? Ja, 85. Ja. Und dann jetzt dieses April's Fool. Ich bin gerade übrigens im Stream und habe mit dem Stream zusammen die SBC gemacht. Die fand ich eigentlich echt ganz lustig. Mit genau auf 33 Chemie kommen. Maximal 60 Rating. Mal schauen. Man bekommt jetzt hier auch den Bon. Nee, man bekommt den Spieler angezeigt. Okay, cool. Kamerun. Kamerun. Senegal, Kamerun. Das ist schwer. Warum ist denn jetzt eine Fitnesskarte da drin? Naja, schön. Schön war's. Also jetzt 100k-Pack und dann auch noch ein 125k-Pack. Diesmal, wie gesagt, nicht so große Sets zahlreich am Start gehabt, aber vielleicht bringt der jetzt hier was.
Das ist mal ein Walkout. Das ist doch schon mal schön. Spanischer Walkout ist nicht ganz so schön. Ein De Gea, krass. 89. Let's go. Wir sind doch wahrscheinlich immer noch... Ah, wobei, wo waren denn? So bei 30 bis 40k oder sowas, ne? Dazu noch einen Meh. Und ja, also De Gea ist schon ganz stabil jetzt gewesen. 54k, krass, sagt hier gerade einer im Chat. Jetzt noch das letzte Set für heute. Nämlich das 125. Ach, ich sag immer Set. Das 125k Pack, das ist schon... Ist das wieder jetzt hier so ein... Ne, ist er nicht. Frankreich, ZOM. Weg hier. Ja, also diese 125k Packs, die sind ein Mysterium für mich. Das war's, Freunde. Das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann lasst ihr mal einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.